Mal ein kurzer Blick drauf, hat das. Ja, jetzt hat er die richtige Strecke gefunden. Sehr schön. 580 Kilometer. Und da vorne kommt die erste Mautstelle. Nee, ein Rasthof ist das. Blödsinn. Aber hier ist halt noch ein bisschen zu früh, weil wir haben noch eine Stunde. Gut. Nehmen den nächsten. So, jetzt haben wir nur noch eine Stunde, das Bett ist rot geworden. Da vorne ist eine Mautstelle auf jeden Fall dran. €22 einmal bezahlt. Ah, da fahren wir an Reims scheinbar jetzt so vorbei. Davon geht es auf die A4 Richtung Paris-Calais. Und die Mautstelle wartet. Da vorne auf uns, 40 Minuten noch. Fahren diesmal in den ersten rein. Zack, Ticket genommen und den Spreit LKW da hier vorne hinterherfahren. So, da wäre doch ein Rasthof, so wie es aussieht. Können wir da schon mal drauf zusteuern. 2% Schaden. Ja, 34. Das passt, da werden wir dann mal übernachten. So, eine Shell-Tankstelle haben wir hier noch. Ja, schauen wir erstmal, wie es so hier die Spritpreise sind. Ach, das ist ja der Spreit LKW. 1,57, ganz schön teuer. Oh, okay, es sind nur 918 diesmal. Sehr schön. Halten wir gleich mal gegenüber vom schönen Spreit-LKW hier. Genau, und da haben wir dann den schönen Spreit-LKW. Ein Volvo ist es. Ja, und dann gute Nacht. Und guten Abend zurück um 20 Uhr erst. 22 Uhr haben nicht. Und damit fahren wir jetzt in die Nacht.
hinein. Allerdings, wir kommen um 4 Uhr morgens dann schon wieder an. So, können raus. 506 Kilometer noch. Also, auf geht's. 8 Stunden Fahrt noch. Haben dann 3. Noch gut. Aber ich denke mal, wir werden noch 2 Stunden wahrscheinlich aufholen. Vermute ich mal. Werden wir sehen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt in die Nacht hinein. Wow, wow, wow. Die Lampen sind schon mal angegangen. Und da vorne ist die andere Mautstelle und dann haben wir die 3 Mautstellen hinter uns. Würden wir damit gleich am Kreuz Paris rauskommen, wo wir dann mit der Landstraße auskommen werden. Haben auf jeden Fall hier eine deutlich bessere, also es ist deutlich angenehmer gehabt. So, jetzt mal in den dritten. Auch wenn wir, wie gesagt, in den vierten eigentlich rein müssten, aber egal. So, 22 Euro, da muss man ein bisschen die Feststellbremse ziehen, damit das hier auch noch bezahlt werden kann und dass der LKW anhält. So, und da vorne ist das Kreuz Paris. Bleiben schon mal hier auf den rechten Streifen, auch wenn wir erst die zweite raus müssen. Obwohl, dann können wir auch in die Mitte fahren. Calais Lilie, wir müssen die nächste raus. So, nämlich die hier. Dion Lyon. Ja, reimt sich wunderbar. So, und dann geht's hier weiter. Kilometer noch. Wow. Klappt doch wunderbar. Einmal diesen Transporter überholen. Die wunderschönen Autos mit einem hässlichen LKW hinten dran. Aber da vorne ist ja noch ein schöner Autotransporter. Der mit dem DAF bestückt. Und wir fahren jetzt hier gerade an Paris vorbei. Und hier jetzt einfach geradeaus durch. Prest und Clermont Ferrand. So, nächste Mautstelle da vorne.
Ach komm, wir fahren jetzt mal in den letzten rein. So wie wir eigentlich sollten. So, einmal Ticket genommen. Da vorne eine Kreuzung oder ist es eine Abfahrt? Ah, ist schon wieder so eine etwas kompliziertere Kreuzung. So, wir müssen voran. Ja, okay, wir. Hier ist ja ziemlich eindeutig, hier können wir nur hier lang. Das sind natürlich die Absperrungen diesmal mal nützlich. Weil stell mal vor, wir wüssten das nicht und dann knallen gegen irgendeine Wand. Dann hätten wir die raus editiert. Hier dran. Frosta ist alles gut. Nee, Frosta ist alles gut. Nee, ich kenne das Lied jetzt gerade nicht auswendig. So, was haben wir? Was ist denn das da vorne? Achso, so ein kleines Fabrikgelände. Industriegebiet oder so, ja. So, an diesem Rasthof vorbei. Bisher haben wir noch kein Schild mit La Rochelle gesehen, aber das wird sich ja, denke ich mal, bald ändern. Ah, wieder ein Autotransporter. Sehr viel unterwegs heute. Das macht natürlich Lust und Laune, bald mal wieder selbst einzufahren. Ist da vorne schon wieder einer? Tatsächlich. Noch einer. Was ist denn hier los? Hier werden auch Autos momentan hier transportiert. Das gibt's ja gar nicht. Ich will auch einen Autotransporter haben.